Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich war nicht ganz untätig. Ich habe eine Position gefunden, auf der wir uns erstmal niederlassen können. Wir haben hier zwar ein paar Spinnen und ein paar Bombardierkäfer, die können uns hier oben aber nichts, denn wir sind auf einem Stein. Und der ist relativ eben. Und ich habe ein bisschen gefarmt, damit wir auch ein bisschen was bauen können. So, eigentlich müssen wir ja zur Hecke, wir müssen das Labor finden und all so eine Sachen, aber ich habe gedacht, Mensch, wir haben hier ja noch gar nichts. Das sieht aus wie ein Lager. Wir müssen unbedingt anfangen, ein bisschen was zu bauen. Ja, damit wir mal ein bisschen unser Eigen haben. Und zwar stelle ich mir vor, hier kommt später eine Brücke rüber auf diesen Stein und da machen wir dann so eine Art Turm. Ich weiß nicht, wie das statisch funktioniert in dem Spiel, ob das überhaupt machbar ist ohne Säulen. Wenn ja, wäre natürlich geil. Und hier kommt so eine Art Castle hin, also so ein richtiges Schloss. Optisch. Ein bisschen längs gezogen mit ein paar Türmen, links, rechts. Aber müssen wir mal schauen, wie wir das hier platztechnisch hinkriegen, weil allzu groß ist der Stein natürlich nicht. Dann würde ich sagen, wir können ja schon mal anfangen, hier ein bisschen was hinzubauen, dass wir so einen Anfangspunkt haben. Ja, erstmal brauchen wir natürlich ein Fundament. Ein Stängelgerüst. So, wir brauchen hier. Ich hätte hier gerne ein bisschen Überstand, aber nicht zu viel. Also nicht, dass das so hier in der Luft hängt. Aber so, dass wir den Stein schon mal mit angucken. So, denn so soll ja später die Brücke verlaufen. Oder machen wir das mit so einem. Mit so einer Kurve. Nee, wir machen es gerade. Die Brücke kommt gerade. Okay, ein bisschen tiefer vielleicht. Oh, kleinen Moment, wir müssen ja mal was trinken hier. Kleine Trinkpause. Tastes good. Ja, das war besser. Dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich Frühstück vorziehen und dann Just snacken wir like noch a schnell fruit was. pounder. So, jetzt sind wir erstmal gesättigt. Unser Durst ist gestillt. Ja, wir könnten noch ein Stück nach rechts, ne? Wir gehen nicht genau drauf zu auf den Stein, oder? Ein kleinen Tucken muss der noch rüber. Having a little peep. Nein, wir wollen das hier abreißen. So, machen wir das nochmal. Bisschen weiter. Oder wir können ja auch hier weiter rüber und drehen das Ganze ein bisschen. Aber da sind wir eingeschränkt, ne? Ne, dann gehen wir wieder hierher. Bisschen Überstand. Ja, das passt. Mal jetzt von weiter weg gucken. Kommen wir doch genau mittig auf den Stein drauf zu. Das gefällt mir schon mal. So, dann können wir uns von hier ein Grundgerüst ziehen. Jetzt kommen wir natürlich hier sehr weit raus durch den Radius, den wir eingebaut haben. Na, wie weit können wir hier so einen Winkel reinziehen, ist jetzt die Frage. Kann man hier. Na, der dockt gleich an, ne? Wir können hier keine Kurve reinsetzen. Ganz vorsichtig. Ach so, ja, dann haben wir ja hier vorne das Problem auch wieder. Ja. Ja, wollen wir das denn wirklich so machen? Oder gehen wir erstmal von hier aus gerade rüber? Und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Können hier auch noch eine Terrasse hinziehen. Ist ja alles kein Problem, ne? Ja, nee, das, also so gefällt mir das nicht. Da muss das hier wieder weg. Ja, das muss auch weg. Ein genauerer Blick verrät uns, dass es kacke aussieht. Ah, wie wir das mit der Brücke denn lösen, weiß ich auch noch nicht genau. Aber da finden wir schon was, ne? Da sind wir ja kreativ. Sagen, bauen wir den schon. Ganz bauen wir erstmal Hälfte. Der eine kann eigentlich auch weg. Wenn wir hier gerade kommen,
sieht das, denke ich, ein bisschen vernünftiger aus. Wir nehmen den nochmal weg. Und der ist auch nicht so schön. Dann können wir hier später eine Terrasse hinziehen. So ein bisschen höher gesetzt, in der nächsten Etage vielleicht. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob mein Löwenzahn eigentlich reicht. Ich habe zwar eine Weile gefarmt, aber es sieht ein bisschen knäppis aus, wenn ich mir das so anschaue. Wir können ja erstmal den halben Stein hier fertig machen. Dann sehen wir auch, wo wir hier hinkommen mit dem Löwenzahn. Da müssen wir bestimmt noch ein bisschen was holen. Und dann bauen wir heute ein bisschen Fundament. Ein bisschen vom Haus, vom Castle, vom gewaltigen Schloss, dem Märchenschloss. Da können wir sogar eine Prinzessin zu einladen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir mal zum Heckenlabyrinth. Aber wahrscheinlich wird das denn erst morgen was. Oder übermorgen. Ist ja alle 2 Tage, Entschuldigung. Wollen wir nochmal so ein Batzen nehmen. Aber wir haben aber ordentlich Power in der Arme, ne? So 5 Holzbalken, die trägst man nicht einfach so. Die sind nur Löwenzahn, aber für ihn ist das eine ganze Menge. Hallo. Aha. Das Einzige, was so ein bisschen ärgerlich ist, wir können natürlich... Wir müssen immer einen Hammer in der Hand nehmen. Was sind denn wir für Handwerker? Wir brauchen natürlich einen Hammer. Das sieht doch noch nichts aus, wenn wir hier ohne Werkzeug rumlaufen. Was ein bisschen ärgerlich ist, man kann halt immer nur 5 so eine Stängel mitnehmen. Aber ein bisschen, ein paar haben wir ja noch, ne? Also, ein paar Fundamente kriegen wir auf jeden Fall fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht lieber hinten anfangen würde, damit wir uns auch ein bisschen hocharbeiten können. Wir haben ja schon eine Palette weg jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 12. Eine Palette, 12 Stück. Dann haben wir nochmal 12 und nochmal 12. Na doch, das sollte reichen. Da sollten wir auf keinen Fall schlecht dastehen. Also zumindest fürs Fundament haben wir genug. Ob wir noch ein paar Wände ziehen. Die wären natürlich in Holz bestimmt optisch schöner, als wenn die aus Rasen wären. Da hinten die Ecke noch. Ach, oh, bevor ich vergessen wird. Wunderschön. Und das Schöne ist halt, der Bombardierkäfer, der kommt hier auch nicht hoch. Also er kann hier nichts hinschießen in die Ecke. Falls der Spot, der ist wirklich sehr sicher, falls der wen interessieren sollte, der ist auf der Karte. Wir sind ungefähr, hier ist diese Spielbox. Ne, das ist die Forschungsstation, Entschuldigung, das ist die Eiche. Hier ist die Spielbox. Ja, mysteriöse Maschine, wo wir die erste Mission gemacht haben. Von dort aus gesehen, schräg links Richtung Teich. Ne? Also dieser Klumpen hier, das ist der dunkelbraune Klumpen, das ist der Stein. Der Stein der Weisen. Weil nur weise Leute hier oben bauen. Wir zum Beispiel. Der ist ganz praktisch. Also hier ist man sicher, hier kann man sich erstmal ein bisschen aufbauen. Und dann kann man ja immer noch expandieren. Ne? Da sind wir ja, flexibel. Oh, das sieht jetzt doch ein bisschen knapp aus. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Mein Notfalls, wir haben ja direkt vor der Haustür hier Löwenzahn. Dann können wir da vielleicht ein bisschen was abbauen, wenn die Käfer uns denn lassen. Kurzzeitig hatte ich das Problem, dass hier alles voller Spinnen war. Also hatte ich hier 5 Stück oder so rumlaufen. Da waren die Käfer zwar weg, aber dafür hatte ich nur noch Spinnen da. Und das war natürlich nicht so geil, wenn man dann runtergegangen ist. Die sind nicht so kommunikativ auf Freundschaft gesinnt. Ich habe versucht, mich mit denen anzufreunden, aber das wurde nichts.
Habe ich hier Kacke gebaut? Oh. Macht das optischen Unterschied, wenn der Rasen drauf ist? Jetzt haben wir ja... Wenn ich jetzt auf... Wie viel kriege ich wieder? Ein! Oh, das ist ja frech. Dann versuchen wir auf gut Glück, dass das kein Problem ist, dass der verdreht ist. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe mal, dass das im späteren Bauvorhaben irgendwie nicht Probleme mit sich bringt. Nicht, dass wir denn da stehen und haben hier ein Schachbrettmuster im Boden oder sowas. Das wollen wir ja nicht. Das soll ja schon ordentlich aussehen. Oh, das ist ja jetzt... Was natürlich auch sehr praktisch ist. Da komme ich ja hier hoch und dann können wir mal einen Schluck trinken. Ah, ich habe die Hände voll. So, das legen wir einmal da ab. Oh. Wasser, das Elixier des Lebens. Ja, der ist ein bisschen angepisst, dass wir hier oben auf dem Blatt stehen. Aber man sieht es ganz gut. Der kann uns nichts. Dann können wir ein bisschen provozieren. Ey, Digga, das wird nichts. Da kannst du noch so viel rumfurzen hier. Ach, zieh Leine. Keiner kann ihn ernst nehmen. Du, holst du immer deine Brüder, wenn du Stress hast? Weichei. Ja, den haben wir... Oh, den haben wir es definitiv gegeben. Der wird sich jetzt nochmal doppelt überlegen, ob er sich mit uns anlegt. Oh, noch ein paar Stängelchen holen. Haben wir das Fundament schon mal gleich fertig? Zumindest in dem Bereich, den wir schon mal geplant haben. So. Das sieht doch schon... Das sieht doch schon mal nach was aus, oder nicht? Das ist ja schon fast fertig. Das ganze Schloss. Wunderbar. Yep. So, jetzt können wir hier noch vorne den Steg ein bisschen erweitern. Hat gereicht. Oder es reicht auf jeden Fall. Gerade so, aber... Immerhin, ne? Perfekt. Haben sogar noch was über. So, jetzt müssen wir den Boden noch verkleiden, damit wir da drauf laufen können. Das heißt, als nächstes planen wir uns schon mal ein bisschen Grasboden. Der ist aus der Glückler-Kollektion. Grüne Welle. Also musst du schon was hermachen, ne? Designer-Fußboden ist das. Da noch einen hin. Hat sich hier nochmal was gedreht? Nö, das liegt alles akkurat, ne? So wie wir es haben wollen. Hier dreht er sich. Nicht. Nee, gar nicht. Ach, Quatsch. Was erzähle ich denn da? Liegt doch wunderbar. Und zack. Und dann wollen wir das Ganze mal beplanken. Ich hoffe, der Rasen reicht. Ja, von denen haben wir ja tatsächlich, wenn ich mir die Fläche angucke, wir brauchen 4 Platten pro Planke, ne? Also pro Fundament. Oh, doch, doch, das sieht gut aus. Wir haben ja ein paar Paletten. Die haben wir doch ordentlich gesammelt. Das sollte reichen. Bräuchte halt noch so was wie eine Schubkarre. Oder, was wir auch machen können, wir können uns ja auch die Paletten, wir können die ja umstellen. Holen wir einfach, ja gut, den machen wir jetzt noch so leer, aber den nächsten holen wir uns ran. Ich denke mal, das macht mehr Sinn. Als wenn wir jetzt jedes Mal wegen 5 Planken so weit laufen müssen.
Denn wir sind clever. Und was sind clevere Leute? Paul. So, haben wir wieder eine Palette leer. Müssen wir noch zurück zum Baumarkt bringen, da ist nämlich Pfand drauf. Oh, stellen wir die doch einmal um hier. Wunderbar. Wir kommen ja aus einer guten Ecke damit, ne? So, dann kann die schon wieder weg. Die brauchen wir nicht mehr. Die soll aber hier auch nicht so schlampig im Weg rumstehen. Ja, ein bisschen Ordnung muss sein. Jetzt passt die hier nicht mehr zwischen, oder was? Ja, gut, das geht schon. Wollen wir jetzt mal nicht pingelig sein? Das sind ja nur Paletten, die kommen ja später eh weg. Okay. Vielleicht ist die Palette ein bisschen zu schwer für meinen Fußboden. Das ist halt kein Betonestrich, ne? Das ist halt nur ein bisschen Rasen. Aber kein Problem. Stellen wir die wieder zurück und dann ist doch wieder alles heile, oder? Das sieht schon besser aus. So kann man so eine Palette auch stehen lassen. Bup, 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 bup. Bup, bup. Was ich allerdings nicht finden konnte, muss ich jetzt mal zugeben. Also ich war ja hier unterwegs und habe die ganze Zeit nach Quarzit geguckt. Ich konnte kein Quarzit finden. Also weder hier da bei dem Laser, wo ist er? Der da? Da ist eine Höhle. Da habe ich zwar super robustes, also robustes Quarzit. Das kann ich aber nicht abbauen, weil ich dafür das Werkzeug noch nicht habe. Aber ich habe kein normales Quarzit gefunden, was ich ja brauche, um den Tausammler zu bauen. Und zu erforschen, natürlich, dass ich den überhaupt bauen kann. Also ich habe kein Rezept dafür. Da muss man nochmal auf gut Glück gucken, ob man hier irgendwo Quarzit findet, dass man auch abbauen kann. Spinnenweben und das haben wir alles. Also Netz ist kein Problem. Und für mein Schmiedewerkzeug, damit ich meinen Hammer aufbauen kann, um den robusten Quarzit abzubauen, kann ich nämlich auch nicht zurzeit. Ich kann meinen Hammer nicht upgraden, weil ich kein Marmor finde. Beziehungsweise ich finde Marmor, kann den aber nicht abbauen. Brauche eine Marmorscherbe. Oder ich kriege noch einen anderen Hammer oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt so gar nicht. Der Boden reicht nicht. Der Rasen ist gleich leer. Oh, das ist aber ärgerlich. Was macht man da? Wollten ja eigentlich noch Wände bauen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viel drauf geht. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen mit euch bauen. Und wenn wir ein bisschen gebaut haben, dann wollte ich im nächsten Step, dass wir uns fertig machen um die Hecke. Die müsste da hinten sein. Da ist so ein verschwommener grüner Block. Ich denke mal, das ist die Hecke, zu der wir müssen.
um das Forschungslabor zu finden. Und da wollte ich eigentlich übermorgen. Oh, komme ich hier schon selber durcheinander. Ja, mach kaputt. Kostet ja nichts, ne? Ist ja nicht dein Geld. Doch, ist dein Geld. Das machst du nicht kaputt. Aber so viel war ja jetzt nicht mitbauen. Also, das hat jetzt ja, hier 20 Minuten wieder am Fundament fertig. Aber ich hatte hier vorne irgendwo noch Rasen verloren, weil ich verprügelt worden bin. Wo ist denn der? Oh, bestimmt hier, ne? Auf der Seite? Nee. Der ist weg. Okay, kein Rasen mehr da. Kein Rasen, kein Problem. Dann holen wir uns eben neuen Rasen. Holen wir das Hackebeil raus. Dann müssen wir nur einmal gucken, dass hier jetzt nicht gerade ein Käfer oder eine Spinne im Weg ist. Oh, da ist noch sauberes Wasser. That was refreshing. Oh, das war erfrischend. Wunderbar. Kloppen wir den hier einmal um. Aber der wird nicht ganz reichen. Also kloppen wir den auch noch um. Und hoffen, dass man uns die Zeit lässt. Ah, unser Inventar ist voll. Achso, wenn ihr übrigens hoch wollt auf den Stein, einfach hier die Schräge hoch und... Ups. Geht auch von der anderen Seite. Man kommt auch von dem Kleeblatt drauf. Und wenn man ganz geschickt abspringt... Von diesem Stein. Falls noch jemand, der das Spiel spielt, in dieser wunderschönen Gegend bauen möchte. Zumal, ihr habt hier einiges. Ihr habt hier Disteln. Ihr habt hier Löwenzahn. Rasen. Vertrockneter Rasen ist gleich um die Ecke. Da ist noch ein Ameisenbau. Da habt ihr den Teich gleich um die Ecke. Nette Gesellschaft. Ja, also es ist schon ein schöner Platz zum Bauen. Und ihr habt vor allem, wenn ihr da oben seid, eure Ruhe. Ihr habt keine hinterlistigen Insekten, die irgendwie da hochkommen. Bis auf, wenn ihr das falsch anstellt, die Ameisen, die da sind, das sind so nur ganz großen. Die sind ein bisschen aggressiver. Wenn die euch jagen und ihr lauft hier hoch, kann es passieren, dass die tatsächlich den Stein hochlaufen und hier hochspringen. Das ist mir schon passiert. Aber echten Gamern wie euch wird das natürlich nicht passieren, ne? So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier Dreiecksboden? Können wir den hier oben ransetzen? Wo ist er hin? Falsch rum? Nein. Na. Sieht doch schon. Ist doch gar nicht verkehrt. Was haben wir denn noch für Böden? Einen halben Grasboden und das andere ist alles Wandfläche. Das ist alles Dachfläche. So ein flaches Kleedach. Kann ich das hier... Das könnte man auch... Oh, da können wir Akzente mitmachen, wie Teppich oder sowas. Möglicherweise. Jetzt haben wir hier eine Planke über, ne? Erstmal. Die können wir gleich einlagern. Dann schauen wir einmal, was haben wir denn hier im Inventar? Was müssen wir denn noch aussortieren hier? Ah, Ton ist voll. Ich habe hier noch wenig Struktur drin, ne? Wir haben 4 Eicheln. Kann ich noch eine Kiste bauen, damit wir hier ein bisschen Ordnung reinkriegen? Hier sind nur Disteln. Können eigentlich noch die Pfeile mit rein. Oh, das sortieren wir mal eben um. Wir haben noch hier 40 Pfeile für den Bogen. So, und weil das ja quasi das gleiche ist, also wir brauchen es fürs selbe, setzen wir hier mal den Bogen und die Pfeile mit zu. Dann wird das hier so eine Art Waffenkiste. Dann auch noch. Nein, hau da nicht drauf. Ah, jetzt habe ich dem Schaden gemacht. Wir haben doch hier auch noch ein paar angebrochene Speere. Die können hier auch noch mit rein. So viele brauchen wir ja nicht. Okay,
Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Stein und Mast. Können die 7 noch hier mit drauf? Dann haben wir 10 voll. Pflanzenfaser. Müssen wir mal wieder was essen? Wir könnten langsam mal, ne? Sieht aus, als hätten wir jetzt schon lange Abendbrot hier. Die Sonne geht unter. Damn, give me a plate of Ja, this. müssen wir mal was snacken, ne? So, dann, ja, hier haben wir noch Klee drin. Pflanzenfaser ist aber nicht sortiert. Roter Ameisenbrocken. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das brauche. Aber wir haben hier noch Quarzitscherben. Die können da noch mit rüber. Die kann ich übrigens nicht untersuchen in der Forschungsstation. Oh, nein. So. Und so. Spart auch wieder Platz. Dann kann der schon mal mit rüber. Ah, oder packen wir den hier mit rein und sagen, das ist erstmal unsere Baustoffkiste. Mit Baustoffen, die wir erstmal nicht benutzen. Warte mal, das nehmen wir mal rüber. Das packen wir hier unten rein. Ja, einmal hier rüber. Oh, tut mir leid, männliches Husten. Oder männlicher Husten. Ich sterbe gerne mit viel Aufmerksamkeit. Wie ein richtiger Mann. Ja, haben wir hier auch 10 voll. Kommt der einmal runter, der da rüber. Jetzt müssen wir hier Tetris spielen. Dann können wir das nämlich alles in eine Reihe packen. Sinnvoller wäre es gewesen, die Reihe unten zu machen. Da hatten wir nämlich schon mehr. Kommt das erstmal hier weg, das Seil, das kann hier auch zur Seite. Ja, ein paar Pilze nehmen wir zum Snacken mit. Die lassen wir noch hier. Haben wir noch Pilze? Nee. So, nächstes Step. Dann kommt das hier einmal rüber. Zur Ameise packen wir das gleich. Die kommen beide hier hin. Der runter, wegen Tropfen. Tropfen tauschen wir gegen anderen Tropfen. Der da hoch. So, haben wir schon mal ein bisschen übersichtlicher. Den da runter. Und den Rest sortieren, das macht alles noch keinen Sinn. Das kann auch einmal mit rüber. Den packen wir aber hier nach unten. Und den packen wir dahin. Und den packen wir hier rüber. Und die können wir da noch mit hinpacken. Und da. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben jetzt hier noch den Milbenpelz. Da ist gar nichts in der Kiste. Dann packen wir den mal rein. So, jetzt haben wir ja eigentlich nur noch Speer, nächste Speer, weil der eine ist ja schon bald hin. Eine Schaufel, die brauchen wir. Die Axt brauchen wir. Trinken brauchen wir immer. Fackel brauchen wir. Reparaturwerkzeuge, das brauche ich eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Die können wir gleich rausschmeißen. Und dann haben wir noch das Essen, ne? Also einmal hier im Inventar. So. Müll. Die kann weg, die ist hinüber. Ja, dann haben wir das doch schon mal sortiert. Jetzt kommt hier die Nacht. Das war, glaube ich, eine Spinne hier, ne? Ja, die da. Was haben wir hier? Ameisen oder? Das ist unterm Stein. Da ist so eine kleine, so ein Durchgang, wie so ein, ja, eine Unterführung, sagen wir mal. Da kloppen die sich gerne drinne. Ich würde sagen, wir holen noch den Rasen hier hoch. Oh, der hängt ja da oben drinne. Komme ich denn da ran? Ah, den haben wir. Das können wir nämlich gleich einlagern. Ein Stein. Dann haben wir das nämlich auch wieder nachgefüllt. Ja, da muss ich. Ich weiß nicht, wollen wir zusammen farmen oder soll ich das alleine machen? Ich könnte euch rein theoretisch auch mitnehmen, wenn ich das abbaue. Das können wir so zwischendurch machen. Immer wenn wir zurückkommen, nehmen wir so eine Handvoll Grasplatten mit und Löwenzahn. Aber vielleicht baue ich auch zwischendurch noch ein bisschen was ab.
Ja, sind wir nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir das erhofft habe. Geht doch einiges an Baumaterial drauf. Aber es wird später herrlich aussehen. Hoffe ich. Das war nämlich ganz schön Arbeit, das alles zu sammeln. So, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt fertig als nächstes. Ich guck mal, dass ich eine Rüstung herstelle. Und das können wir auch nächstes Mal gemeinsam machen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Hecke und suchen mal das Heckenlabor, damit unser Freund Burke ein Schiff bekommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.